Guten Morgen oder Mittag. Angie ist am Streamen. Kommt mal auf Twitch vorbei, Leute. Twitch sind wir mal live. Wenn ihr das hier seht, wahrscheinlich nicht mehr auf Weltreise, aber wir werden trotzdem IRL-Streams auch noch machen. So, heute geht es für uns zum Fahrradverleih. Und dann gucken wir uns mit dem Fahrrad mal den riesengroßen Stanley Park an. Die Sonne scheint. Und Angie, sag mal hallo. So, und ja, wir machen hier Arbeitsteilung. Angie streamt und ich mache Vlog. Genau. In diesem Sinne, gucken wir mal uns den Stanley Park heute an, würde ich sagen. Let's go! So, da haben wir jetzt Fahrräder geholt. Man muss auch nur 3 Stunden zahlen und darf 6 behalten. Voll gut. Da drüben ist noch ein Fahrradladen. Aber da ist es tatsächlich doppelt so teuer. Zum Glück habe ich nochmal bei Google geguckt. Angie ist schon startklar. Wir haben Fahrräder schon bekommen. Jetzt geht's los. Guck mal, Leute, wir sind unterwegs mit dem Fahrrad. Wir haben es endlich geschafft. Voll schön. Livestream ist auch mit dabei. Angie hat den Livestream. Richtig nice. Ist voll schön. Mal endlich mal eine schöne Ecke in Vancouver. Muss man mal sagen. Stanley Park, mega. So, Fahrräder angeschlossen. Jetzt geht's Totenpfähle gucken. Mal gespannt, was uns da erwartet. Wir haben gedacht, wir halten mal beim ersten Spot an. So, jetzt gibt es erstmal Erfrischung aus dem Store. Und wir haben gerade entdeckt, keine wilden Tiere füttern. Vor allem ist da ein Wolf abgebildet. Und da hinten steht tatsächlich Coyoten Area ist hier. Verrückt. Angie guckt nach Postkarten für die Fam. Ich finde, ich sehe so ein bisschen mit dem Helm aus wie der Anzeigenhauptmeister. So Leute, das waren die Totenpfähle. War ganz interessant. Ist halt eine Sammlung irgendwie aus 8, 9 Totenpfählen von so Indianervölkern. Fahren wir mal weiter. Angie sagt gerade, da wollen wir auch noch rüber, da ist das Expo-Gelände. Das mit dem grünen bewachsenen Dach. Wir haben hier übrigens Fahrrad- und Fußgängerwege getrennt. Hier oben, wo wir sind, ist Fahrradweg. Da unten ist Fußgängerweg. Ich finde das ein bisschen unfair, weil die Fußgänger dürfen immer am Wasser lang laufen. Wir müssen hier oben am Land rumdümpeln. Ja, man sieht ja trotzdem genug. Aber jetzt mal so ein Grizzly oder so ein Kojoten, hätte ich schon Bock drauf. Guck mal, da kommen die Kojoten. Ach, die Kojoten, sage ich schon. Da kommen die Japaner hierher, um Kirschblüten zu fotografieren, weil die sich so lange Zeit lassen in Japan. So Leute, und da ist die andere Seite von Vancouver. Da fährt nicht mal eine Bahn hin, haben wir festgestellt. Das ist schon crazy. Weiß man jetzt gar nicht, wie man da hinkommt. Vielleicht mit einer Fähre oder so. Aber es ist mega schön hier. Das ist mal ein schönes Örtchen. Da ist die Lion Gate Bridge, sagt die Angie gerade. Ein bisschen aus wie San Francisco, hat sie recht. Hier ist einfach ein neues Stoppschild, seht ihr das? It's new, baby.
Frau auf dem Stein, guck mal. Oh, guck mal Leute, wie klar das Wasser hier in Vancouver ist. Das ist schon krass. Ist nicht so siffig wie sonst wo. Oh, da kommt das nächste Wasserflugzeug. Das erinnert mich jetzt immer an Malediven. Da wird gerade Fotoshooting wurde da gemacht hier. Abschlussbild oder so. Von was auch immer die sind. Da war gerade so ein Typ, der wollte uns überholen. Man hat da Angie von hinten angeschrien, ihr wollt rechts hier fahren. Der wollte permanent, jeder überholt uns auch mal links oder rechts. Und der wollte unbedingt links dran vorbei. Naja, so ein Typi, der ist wieder ganz genau nimmt mit den Regeln. Wir kommen der Lions Gate Bridge immer näher. Guck mal. Wir fahren jetzt quasi einmal außen rum und danach fahren wir nochmal durch die Mitte. Oh, die geht nicht mal. Meine Klingel ist kaputt. Na toll. Am Montag leihen wir uns ein Wohnmobil aus. Wir haben schon gesagt, wir waren jetzt 2 Monate in Ländern, wo man immer links fährt. Ob wir das hier noch hinkriegen, ist die andere Frage. Bin sehr gespannt. Montag geht's für 3 Wochen ins Wohnmobil. Das wird nice! Guck mal, der Robbe! Ja, was guckt die? Die guckt nach oben. Die chillt. Ja, cool. Wo schwimmt die denn jetzt hin? Hau doch nicht ab! Na toll, Unfall! Angie ist gerade stehen geblieben, so wie ich hier quasi. Dann ist hier das Fahrrad umgefallen und auf den Fuß gefallen. Das Fahrrad. Angie macht jetzt den kann ich noch laufen Test. Ob es gebrochen ist. Ich habe gesagt, wenn es gebrochen ist, kann es nicht mehr laufen. Das kann sie noch. Ja, na, ist halt oben drauf gefallen. Das wird ein blauer Fleck. Versprochen? Versprochen. Was, wenn es nicht. Dann fahre ich, dann trage ich dich. Dann trage ich dich ins Krankenhaus. Du trägst mich dahin? Ja. Okay. Dann darfst du mit dem Helikopter fliegen. Boah! Nee, hier. Das ist ja langweilig. So, jetzt stehen wir hier im Wald. Keine Ahnung. Und wissen nicht wohin. Ja, wir werden den abfotografieren. Ja. Naja, einfach immer der Nase nach. So, jetzt geht's ein bisschen durch den Park quasi. Ein bisschen das Innere erkunden. Schon cool aus, hier sind riesen Bäume immer rechts und links. Guck mal. Verrückt. Ein Riesenbaum. Die letzten Urwaldbäume wahrscheinlich. Diese Baum schön.
Hier geht einfach eine Brücke über die Autobahn. Das ist sehr cool. Wie eine Achterbahn, Leute. Richtig nice. So Leute, wir haben uns tatsächlich dezent verfahren. Zeig nochmal bitte, Angie. Wir waren jetzt beim Beaver Lake. Eigentlich wollten wir links lang, auf der linken Hälfte. Und dann sind runter. Ja, und wir sind aber einmal komplett rumgefahren. Und jetzt sind wir da unten. Wir wollten eigentlich rechts auf die graue Straße und sind mit der roten runter. Naja. Da wo eigentlich nur die Fußgänger sind. Naja, stand nirgends so ausgeschildert, was soll man tun. Ist halt echt so. Naja, jetzt sind wir fahren auf die graue und dann nach unten. Guck mal Leute, hier ist Vancouver Police Department. Mountain Unit. Das sind quasi die auf den Pferden. Yes. Verrückt. Sind wir durch Zufall vorbeigekommen tatsächlich. Oh nein, do not feed. Do not feed. Wenn die mit Pferde füttern. Alter, das ist ganz schön groß. Oder? Das ist eine Riesenrasse. Das ist eine Riesenrasse. Krass. Hallo Frau Polizeipferd oder Herr Polizeipferd. Oh, guckst gleich weg. Schüchtern. Ein bisschen dreckig ist es. Warum schaut er eigentlich so krank? Ja, weil er nur in seiner Box steht. Und wie war's? War flauschig. War flauschig? Ja, ich fand's voll schön. Aber auch, Dingen, hat auch ein bisschen was gekostet. Wetter dazu. Ja, es war schon ein bisschen teuer. Aber du hast ja gesagt, die waren noch günstiger als die anderen. Ja, genau. Da drüben auf der anderen Straßenseite kostet es 3 Dollar pro Stunde mehr. Aber so waren die Fahrräder sehr gut. Kann man empfehlen. Ja, ich fand die auch nicht schlecht. Die waren nicht verrostet, kann gar nichts. Die kannst du mega gut nutzen. Also ich fand sie echt gut. Habe ich schon schlechtere Fahrräder beim Verleih bekommen. Das stimmt. Das war schön. Schönes Wetter und flauschig und das am stimmt. Wasser längst gefahren. Stimmt, Wetter war halt Bombe. Nice, nice, nice. Weiter geht's. So Leute, was in Vancouver auf jeden Fall krass auffällt. Da steht ein Tesla. Da fährt ein Tesla. Dicht gefolgt von noch einem Tesla. Und da hinten stehen auch ganz und viele. Da stehen auch noch zwei weiße Tesla. Das ist so krass, wie viele Tesla es hier gibt. Vorhin im Livestream habe ich kurz die Straße gefilmt und da sind 5 Tesla hintereinander weggefahren. Einfach auf der Straße. Aber es gab wohl hier wegen Ökogründen mal übelst... Da kommt übrigens ein Tesla hochgefahren. Oh, mit dem roten Zeichen, das sieht auch das nice sieht aus. Das sieht aber cool aus, ja. Und hier, auf jeden Fall gab es hier mal übelst Bonus, wenn man sich einen Tesla anschafft und dann haben die den halb geschenkt bekommen, so nach dem Motto. Du bist halt leider nicht aus Vancouver. Aber ich hätte gerne den blauen, der ist so hübsch. Aber ist schon krass. Also, wie gesagt, ich könnte jetzt hier noch 5 Minuten filmen. Da 2 Tesla. Das ist so geil. Also, das ist wirklich heftig. Das ist ein Honda. Das ist krass. Also, Leute, ist wirklich heftig hier. Mega. Das fällt sofort auf. Ich dachte mir so, was ist denn hier los? Haben sie die verschenkt? Da kommt. Ah, nee, das war Kiel. Das dauert nicht lange, dann kommt der nächste. Kommt gleich einer, ich glaube daran. Naja, wollte ich euch nur mal zeigen, richtig witzig. Ja, voll schön. Kannst ein Trinkspiel machen, immer wenn Tesla vorbeifährt. Ja. Zack, ich glaube, dann wären wir schon längst betrunken.
Ich wundere mich gerade, warum die da alle Fotos machen. Ach Mensch, weil Monte auch hier ist. Gucke mal. Aber noch viel wichtiger, hinter dem Montemobil, guckt mal da, ein Wasserhochhaus. Schöne Cruise. Irgendwann fahren wir da auch mal mit. Richtig Bock drauf. Einmal will ich in meinem Leben so eine Kreuzfahrt machen. Aber wenn, dann in den Tropen irgendwie hier. In der Karibik. Ja, irgendwann auch noch mal Kreuzfahrt machen? Aber wenn, dann Karibik, oder? Nee, wenn dann. Was? Wenn, dann würde ich nur, heißt du denn? Hurtigruten. Ja, oben im Norden wieder, ja. Wo es kalt ist. Hurtigruten ist geil. Nee, wenn, dann Karibik. Ja, dann müssen wir wohl zwei machen. Eine kalte und eine warme. Nee, mach ich nicht. Wer sagt denn nein zu zweimal Kreuzfahrt? Weil Kreuzfahrten scheiße sind und scheiße für die Umwelt. Oha, Ansage ist raus. Ja. Und wollen wir jetzt den Leuten jetzt mal sagen, dass das eigentlich dein Mobil ist? Komm, steig mal ein. Die sollen doch nicht wissen, dass ich reich bin, habe ich gesagt. Ach, so. Mann, das war eine Überraschung, dass ich im Lotto gewonnen habe. Eine Überraschung für wen denn? Das ist die Altstadt in Vancouver. Das gibt's gar nicht. Sie sieht Kuscheltiere und muss sofort in den Laden rennen. Das ist. Du hast. Ich glaube, das ist. Du solltest das behandeln lassen. Der Stern. Das Toastbrot. Ich habe noch nie einen Stern gesehen mit so vielen Ecken. Das ist doch. Aber guck mal, das Müsli. Hat und eine das Toastbrot. Guck dir das Toastbrot an. Deformation. Seht ihr die Müsli-Schale da hinten? Wie süß sind bitte diese Eier hier vorne und die Avocados? Angie? Die Erdbeere hat auch ein Gesicht. Ich will hier rein. Angie, sie strahlt in den Augen. Das ist der Wahnsinn. Die Torte, die Geburtstagstorte ist geil. Schwierig. Die wird's? Ja. Für? Omi. Für Omi? Ja. Das dann, wenn Omi das sieht, glaub mir, ich habe wirklich Karten verschickt. Aber das wenn stimmt. Sie nicht ankommen, kann ich nichts dafür. Na dann geh mal. Ja. Und Angie, wie bezahlst du das jetzt? Mit meinem gefundenen Dollar. Angie hat einen Dollar gefunden und damit bezahlst du den jetzt. Schön. So, wir gucken uns nachher noch was an, oder? Oder willst du schon nach Hause? Und wo sie hin wirklich hin wollte, ist Souvenirshops. Ich habe sie durchschaut. Oh Mann. Schwierig. Das wäre was für meinen Vater auf jeden Fall. Das ist aber auch ein bisschen makaber. Hey, look a menu. Und dann von groß nach klein. Für den Kleinen war es auch was dabei. Mal sehen, was uns dann nächste Woche ereilt. Das ist mein Mann. Das ist eine dampfbetriebene Uhr. Die wird noch mit dem Fernwärmenetz von Vancouver gespeist und funktioniert durch Wärme halt, also Gas. Und ich glaube, das ist auch weltweit die einzige, die es noch gibt. Und viertelstündlich macht die Ding Ding Ding. Die macht gleich Ding Ding Ding. Die macht gleich Ding Ding Ding. Das gucken wir mal. Guckt mal, unten kommt sogar Qualm raus. Aber da steht gerade, dass sie leider nicht mehr funktioniert, also nicht Ding 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 macht. Schade. Aber sieht trotzdem cool aus, muss man schon sagen.
mal, Leute, Vancouver hat auch hier richtig krasse Gassen. Also da darfst du nachts wahrscheinlich auch nicht lang laufen. Da wirst du auch direkt abgezogen. Schwierig. Da steht einfach ein Panzer. Guck dir das an. Und der ist der Boss. So, da geht die Sonne unter heute. Und in diesem Sinne war das ein schöner Tag im Stanley Park. Sag tschüss, Angie. Tschüss, Angie. Gute Nacht, macht's gut.